Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei Rumswings Mido und herzlich willkommen hier zurück zum 10. Spieltag der Scottish Premiership. Heute stehen wir vor der Begegnung gegen St. Johnstone, den Tabellenfünften, also dem Tabellennachbarn, wo wir als Tabellensechster hinreißen nach der zuletzt erlittenen Niederlage. Gegen den FC Aberdeen, gegen den Tabellenführer, wollen wir jetzt natürlich wieder alles gut machen, die weiteren Begegnungen. Aberdeen gegen Motherwell, Dundee gegen Celtic Glasgow, Kilmarnock auch gegen Dundee United, Breadstick, Thistle, gegen Hamilton Academical und St. Mirren gegen Ross County. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, Textmodus, wir sind trotz allem hier 42 Stärkepunkte stärker als der Gegner. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, Textmodus. Und sagen unserer Mannschaft, heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Und damit auf geht's, Glasgow. Und damit herzlich willkommen hier zum Textmodus des 10. Spieltages der Scottish Premiership. Barry Murphy wird von Callum Patterson zu einer tollen Parade gezwungen, nachdem zuvor El Haddadi sich gegen Robertson in Heimaten Zweikampf durchgesetzt hatte. Also erste gute Möglichkeit durch Callum Patterson, der heute mal von Beginn an spielen wird. Wir sind sowieso hier mit einer Art B-Elf drin. Wir sind voll konzentriert und da würde ich sagen, das nutzen wir auch gleich. Toby Goodman mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld, das war es dann auch schon. Wir mit der Chance der 11. Minute. 100%ige. Eine abgefälschte Flanke von El Haddadi landet am kurzen Pfosten. Barry Murphy reagiert zu langsam und John Neely steht genau richtig, um den Ball zum 1:0 abzuschrauben. 1:0, John Deedy, viertes Tor der Saison, erste Vorlage von Mumie El Haddadi. Klasse. Das ist natürlich optimaler Start hier gegen St. Johnstone. Sind eher defensiv ausgerichtet, 17. Minute, jetzt sehen wir hier nichts. Purse ist nervös und spielt zu hektisch, nächste Möglichkeit für uns, einen eigentlich harmlosen Steilpass von Ryan Gold, macht der Verteidiger Patanova zu einer Vorlage für Kevin Kyle. Aber er scheitert hier an Barry Murphy. Schade. Aber wir sind zumindest schon mal hier in der Erfolgsspur zurück. Zumindest hier mit dem 1:0. So. Sag mal gleich mal voller Angriffschance hier für den Gegner. Goodman auf Wutherspoon. Und der unauffällige Mittelfeldspieler verzieht hier überhastet. Hoffentlich haben wir jetzt die Chance, 33. Spielminute, aber Abseitsstellung hier. Nach einem Pass von Ian Black auf John Daly. Wird ja auch jetzt mit Auspfeifen hier bestraft. 39. blitzschneller Konter. Ryan Gold läuft völlig frei über den linken Flügel, legt wer auf John Daly. Und John Daly macht hier das 2:0. Fünftes Tor der Saison, vierte Vorlage von Ryan Gold. Klasse. Die Gangart von St. Johnstone wird hier rauer. Und wir haben die nächste Möglichkeit. Brian Easton hat aufgepasst hier und klärt zur Ecke nach einer Kombination von Ryan Gold, Ian Black und John Daly. Mal gucken, wie die Ecke hier reinkommt von Ian Black. Barry Murphy kommt heraus, fängt die Ecke hier sicher ab. Und wir gehen jetzt hier rein in die Halbzeitpause mit einer 2:0 Führung. Eine Minute Nachspielzeit. Chance nochmal für Sam Johnson. Freistoß von David McKay. Mit einem Freistoß in Richtung Elfmeterpunkt. Stevie May steigt hoch, Köpf platziert Richtung Tor. Cameron Bell zeigt jedoch sein ganzes Können und kann den Ball über das Tor lenken. Glanzparade von Cameron Bell, der heute eine 1,5 hat. Nochmal die Chance hier für St. Johnstone, die Ecke von David McKay geschossen. Darren McGregor kann da Davidson gerade noch so beim Kopfball behindern, dass dieser den Ball nicht mehr platzieren kann. Damit geht das Leder etwa 3 Meter am Kasten vorbei. Und Halbzeit zur ersten, Abpfiff zur ersten Halbzeit. Die Führung für die Glasgow Rangers geht in Ordnung. Insgesamt waren sie besser mit den Möglichkeiten. Das auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier in die Spielergespräche, motivieren unsere Vierer und loben natürlich unsere Einser hier, ganz klar.
So, Signorino Moral plus 2. Frische ist ja wirklich herausragend von unseren Jungs hier. Müssen wir nicht viel umstellen. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Auf jeden Fall nach einer 2:0-Führung. Wechseltechnisch, da gucken wir dann jetzt einfach mal, was die zweite Hälfte für uns möglich hält. Und dann gehen wir auch rein. Dann gleich mal Konzentration, haben auch die erste Chance der zweiten Hälfte. Kevin Kai legt am 5 auf John Daly ab, doch Partanova kann sein Bein gerade noch dazwischen bekommen. Als erste gute Möglichkeit unserer Jungs hier. Chance für Sam Johnson. Ecke von David McKay. Kurze Variante von McKay, der den Ball auf Stephen McLean ablegt. Der zieht von halb links, aber über das Tor. Dennoch gute Möglichkeit. So, 60. nochmal Chance für uns. Über mehrere Stationen kommt das Leder zunächst zu Ryan Gold, der auf John Daly. Dessen Schuss aus Spitzenwinkel geht jedoch 2 Meter über das Tor. Und wir wechseln jetzt mal Valentino Lazzaro ein, sehen dann zuvor noch die gelbe Karte für Junior Molander. Und erstmal der Wechsel hier. Mal gucken, für was Molander hier die gelbe Karte bekommen hat. Erstmal Valentino Lazzaro für Ryan Gold. Und jetzt sehen wir die gelbe Karte. Junior Molander kommt im Zweikampf mit CBK etwas zu spät, trifft den jungen Stürmer leicht. Anthony Lord zückt den gelben Karton, was eher unnötig ist. Ist natürlich ärgerlich für den jungen Belgier, den wir ja von Wolfsburg geholt haben, nachdem er dort relativ wenig Einsatzzeiten bekam. So, Signorino hat dann jetzt auch Feierabend. Dafür kommt dann Timo Rücker zu seinem Einsatz. So, Delle. Und der nächste Wechsel, der dann noch im Gespräch sein wird, ist Anthony Martial für Kevin Keil. Damit haben wir alle Wechsel vollzogen. Der Franzose jetzt in der Partie für eigentlich unseren erfolgreichsten Torschützen Keil. Der seit ein paar Spieltagen so eine kleine Ruhezeit hier hat, mehr oder weniger. An der Außenlinie bringt Leppin Patterson zu Fall, zieht dafür die gelbe Karte. Und wir sagen hier gleich mal noch voller Angriff. 78. Minute, Ecke von Ian Black, die zweite in der Begegnung. Barry Murphy spielt verrückt bei der Ecke, kommt aus dem Tor, unterläuft den Ball, geschätzte 3 Meter. Oh Mann. Martial muss vielleicht schmutzeln, trifft daher den Kopfball nicht richtig. Letztes Spiel gerät neben den Pfosten. Fraser Wright hält sich benommen, den misshandelnden Kopf, kann aber weitermachen. Wir haben aber daraufhin die nächste Chance, 80. Muniel Haddadi legt für Martial auf und der Stürmer hämmert die Kugel vom Innenpfosten ins Tor. 3:0. Anthony Martial mit seinem ersten Saisontor, zweite Vorlage von Muniel Haddadi. Denn Johnson kann alles nur noch nach vorne werfen. Es kann nur noch besser werden. Bei uns auch, denn wir tun den Einsatz hier auf 50% herunterschalten. Nigel Hasselbaink, verwandt mit Jimmy Floyd Hasselbaink, kommt jetzt rein. Gefährliche Chance in Perth. Für uns, Goodman konnte da Patterson nur mit einem Vollstoppen 19 Meter Ian Blackwood schießen. Legt sich den Ball zurecht, läuft an. Doch der Schuss wird von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Schade. Und er hat dann auch gleich nochmal per Ecke die nächste Möglichkeit. Ryan Easton bleibt Zweikampfsieger gegen Valentino Lazzaro, der in dieser Szene nicht an ihm vorbeikommt und den Ball verliert. Chance für Sam Johnson. Mary Davidson schickt Steve McKay, der auf dem Weg zum Tor jedoch in Stolpern gerät und von Timo Brücker noch vom Ball getrennt werden kann. Und wir jetzt mit dem roten Ball und der Möglichkeit 85. Valentino Lazzaro flankt von links weit in den Strafraum zu John Daly, dessen Volleyschuss aber weit über das Tor von Barry Murphy fliegt. 86. nochmal die Möglichkeit. Molander hindert Scobie erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Hoffentlich passiert da jetzt nichts. Durch die dritte Ecke von David McKay. Ian Black setzt sich gegen Robertson durch und klärt eine Ecke von David McKay per Kopf.
4 Minuten vor Schluss. 3:0 bislang die Führung für uns, sehr souverän. Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert, das haben wir auf jeden Fall. Eine Minute Nachspielzeit und wir kehren damit in die Erfolgsspur zurück. Stan Johnson hier nochmal mit der Last-Minute-Möglichkeit, spielt jetzt schnell und schnörkellos nach vorne. Michael Hasselbaink nimmt Darren McKay auf rechts mit und Davidson verpasst das Tor knapp hier. Und Schlusspfiff. Wir gewinnen gegen St. Johnson am 10. Spieltag mit 3:0. Fazit: verdienter Sieg für die Rangers, dass sie ihre Chancen im Gegensatz zu ihren Kontrahenten genutzt haben. Statistiken sehen wir hier: 13:8 Chancen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 10. Spieltages der Scottish Championship. Wir haben gewonnen und zwar mit 3:0 gegen St. Johnson. Bester Spieler bei uns, der Franzose Franck Signorino, heute mit einer 1,0. Dafür kam dann Timo Röcker, ebenfalls 1,0, klasse Spiel gemacht. Valentino Lazzaro mit der 4,0 und Martial hat leider keine Note mehr bekommen. Trotz seines Tores John Daly 2,0, klasse Spiel gemacht. Olkowski 2,5, ebenfalls gut. Genauso wie Bell und Morlander. Also grundsätzlich war unsere Elf heute wirklich sehr gut unterwegs. Brian Murphy hier, bester Mann beim Gegner mit einer 3,0, hat Schlimmeres verhindert. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Zu den Statistiken, dort sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. 8:2 Schüsse, 5 auf Tor, 3 daneben, 9:5 Chancen, 61-39% Ballbesitz und von uns kamen 6.162 Fans mit, also wirklich riesengroßer Support. Signorino, Spieler des Spiels, und das Spiel fand bei wunderbar sonnigem Wetter statt, 5 Grad. Zu den Ergebnissen des 10. Spieltages: FC Dundee verliert 0:1 gegen Celtic Glasgow, mir mit dem 3:0 Erfolg gegen St. Johnson Aberdeen, fegt hier Motherwell mit 6:1 vom Platz, Kilmarnock Dundee 2:2, Patrick Sistle gewinnt 2:0 gegen Hamilton Academical und St. Mirren 2:0 gegen Ross County erfolgreich. John Daly erzielte im Auswärtsspiel bei St. Johnson 2 Tore, das wissen wir. Unser Goalgetter der letzten Saison hat uns ja praktisch im Alleingang hochgeschossen. Und der FC Aberdeen souverän hier in Front, 27 Punkte, also wenn es weitergeht, ist denen die Meisterschaft nicht wegzunehmen. Aberdeen war wahrscheinlich irgendwann mal Meister, aber wann? Weiß ich nicht, die waren in der letzten Saison Zweiter gewesen mit 73 Zählern hinter Celtic. Ansonsten immer Neunter gewesen, waren eigentlich nie so weit oben gewesen. Haben gutes Management betrieben, wie es hier aussieht, das ist halt auch der Verdienst. Okan Adel Kurt kam da noch. Von St. Pauli ein Spiel gemacht, okay. Haben auch einige Spieler verkauft. Trotz allem kann man sagen, sind sie eigentlich recht erfolgreich unterwegs. In der Tabelle Celtic Glasgow jetzt auf Platz Nummer 2 mit 21 Punkten. Wir mit 17 Zählern auf dem 4. Platz. Haben damit Anstoß an die internationalen Plätze gefunden. 2 Punkte jetzt der Rückstand auf Kilmarnock. Und am nächsten Spieltag spielen wir gegen Patrick Sistle gegen den Tabellen 7. Jetzt die Championship. 10. Spieltag ist dort vorbei. Livingston hat verloren. Hat dennoch 5 Punkte Vorsprung auf Alloa und Inverness. Caledonian Sistel, Heart of Miss Lothian hier auf Platz Nummer 4, Platz 16, die Mannschaft von Baumi. Dann gucken wir mal weiter. Österreich, Red Bull Salzburg vor SK Rapid Wien in Belgien, Gent vor Anderlecht. In England, Chelsea vor Manchester United. In Frankreich, PSG vor AS Monaco und Stadtrennen. In Deutschland Bayern vor Borussia Dortmund, Gladbach und Hoffenheim. Frankfurt, Köln und Freiburg hier auf den unteren Plätzen. VfB Stuttgart 13. Schalke 14. Spielen hier eine rabenschwarze Saison bislang. Zweite Liga Paderborn, Augsburg, die beiden Absteiger hier souverän in Front. 3. Eintracht Braunschweig. Unten die beiden Aussteiger Duisburg und Bielefeld, Schlusslicht Erzgebirge Aue. 3. Liga, Cottbus und Wien, Wiesbaden in Front, 3. Rot-Weiß Erfurt. Unten Fortuna Köln, Chemnitzer FC und die Stuttgarter Kickers. In Italien AC Florenz vor AC Mailand.
in den Niederlanden PSV Eindhoven vor Feyenoord Rotterdam, in Portugal Vitória Guimarães vor Braga und Benfica, in Russland Zenit vor ZSK Moskau, in Spanien Real Madrid vor Barcelona und Atletico Madrid, in der Schweiz BC Young Boys vorm FC St. Gallen, in der Türkei Galatasaray vor Beşiktaş Istanbul, Fenerbahçe nur auf Platz 11 und in Brasilien International Porto Alegre in Front. Zu den Stimmen, das sagte heute Trainer Steven Lommes von St. Johnstone, unsere Laufbereitschaft kam nicht zu tragen, weil wir nicht mussten wohin. Und ich sagte, es war wichtig, dass wir nach der letzten Niederlage wieder einen Sieg gelandet haben. Ich denke, wir haben uns den Sieg nicht nur erarbeitet, sondern auch taktisch herausgespielt. Kann man so sagen, Zitat des Tages von Cameron J. aus Dundee, ein Fan des FC Dundee. Es ist so schon schön, dieser Mannschaft zuzuschauen. Es kommt bloß nichts dabei raus. Nach der Niederlage jetzt gegen Celtic Glasgow. Spieltagsstatistik sehen wir heute 4 von uns in der Elf des Tages mit Simo Röcker, mit Molanda, mit Signorino und El Haddadi. Areola von Celtic und Beaton. Declan McManus und Egbo vom FC Aberdeen. Dann Smedegaard vom FC Dundee sowie Gary Hawkins von St. Mirren. Egbo hat heute 3 Tore geschossen, genauso Declan McManus, der damit 11 Saisontore hat. Teamleistung heute beste mit einem Schnitt von 2,59 in der Saison, ein Schnitt von 3,04 und damit sind wir gleich auf mit dem FC Aberdeen. Beste Spieler, Declan McManus hier in Front, dann haben wir hier John Daly und Kevin Kyle auf den Plätzen 6 und 7, die ja auch in der letzten Saison und zum Aufstieg geschossen haben. Und nach 10 Spieltagen Gunnar Nielsen, bester Mann und unser Bester auf Platz 23 mit Ian Black. Sehen wir noch das Fairplay an nach wie vor fairste Mannschaft. Und dann können wir eigentlich hier auch weitergehen. Sehen zuvor noch die Bewertung der Neuzugänge. Sensation, Junior Molanda, Barnetta und Callum Patterson. Echte Verstärkungen, Deli, Berardi, Dongo, Pierce und Röcker. Guter Griff sind Bell, Stafidides und Milik sowie Gilberto Silva, nur Mitläufer, Sifane, Niki Lorb, Baluli und Lazaro. Und in Flop ist Nabi Sarr, sonst keiner. Und dann können wir dann auch mal weitergehen. Zum Heimspiel dann gegen Patrick Sistel. Sten Hausmeier hier mit einer Lehrstunde 0:3 verloren. Zuletzt, und dann können wir eigentlich hier auch weitergehen. Ausland, neuer Shop für Ingo Anderbrücke, der Löwendompteur, beim Tabellen 15. der zweiten Liga. War Anderbrücke nicht damals schon irgendwie im Gespräch, einer der Eurofighter? So, sehen hier Vorstandsvertrauen, müsste jetzt wieder hochsteigen auf eine 17 von 20. Und dann können wir hier eigentlich auch voranschreiten, der Wochenwechsel. Mit ein paar ablösefreien Transfers, unter anderem Schewtschuk hier zu Olympiakos Piräus. Und dann gehen wir dann auch mal weiter. Destro im Fokus von den Tottenham Hotspurs, Rodrigo im Fokus von Aston Villa. Und dann können wir da eigentlich auch voranschreiten. So, Mannschaft der Woche haben wir 4, die wir heute praktisch loben können. Du trainierst sensationell, sonst geht er hier durch die Decke. Das muss ja nicht sein. Timo Röcker, sag mal es ebenfalls, er ist ja auch noch extrem jung. Signorino, da können wir es schon eher sagen. So, und Molanda, ebenfalls. Aber auch bei ihm, er ist ja auch noch recht jung. So, Scouting abgeschlossen von Björn Jopek auf der 7. Und Callum Boos fällt hier aus beim Gegner. Das ist aber Pech, kichert er. So, dann können wir hier auch weiterschreiten. Jugendspieler entdeckt Campbell Dillon. 4 Sterne in der 63. Und da wird sich dann der nächste freuen, Maxi Relax, der dann ihn bekommen wird. So, kommst mit. Jopek auf den 9.
Bleibt bei den 3 Sternen. So, alle Spieler bekannt. Fußballerwahl des Monats. Oktober. Gott sei Dank, es wird einer von uns. John Dealy, Spieler des Monats Oktober. Vor Emmanuel Ekpo und Declan McManus. Also herzlichen Glückwunsch. In Österreich Dario Petsirep. Vor Louis Schaub und Maruk Zurizin. In Belgien Sloan Privat, der hier gewinnt vor Proto und Sané. In England Kun Aguero vor Robin van Persie und Papis Demba Sissé. In Deutschland André Hahn vor Immobile und Wendt. In Italien Gonzalo Higuain vor Icardi und Destro. In den Niederlanden Luc de Jong vor Castaños und Henriksen. In Portugal Ruben Michael, also da war es ein Dreierduell der Sporting Prager Geschichte. Und hier ist Sojuba vor Pavlyuchenko und Dani. In Spanien in Real Madrid Duell gewinnt Cristiano Ronaldo vor Ilaramendi und Benzema. In der Türkei Asa Karadas, der gewinnt vor Dirk Kuyt und Adem Büyük. Und in Brasilien Jadson, der hier gewinnt vor Montillo und Rafael Moura. So, dann können wir hier auch vorangehen. Bekanntgabe der internationalen Finalstartien, da hatten wir uns ja beworben. Mal gucken, wer den Zuschlag bekommt. Das Finale der Champions League findet in San Siro statt. Beim AC Mailand und in der Europa League. Das NSC Olympiski von Dynamo Kiew. Okay, können wir weitergehen. Und sehen es hier. Dongo fällt aus und Ryan Gold Zähnenanriss. Hoffentlich ist es nicht allzu lange, weil dann wird halt so lange Lazaro für ihn spielen. Motherwell ist gescoutet, alle Spieler auf 10. Björn Jopek hat eine 71. 7 Wochen fällt Ryan Gold aus, meine Fresse. Das tut mir wirklich leid für den Jungen. Trainingsziel erreicht Ian Black. Der auch an sich hier arbeitet. Dongo fällt aus, eine Rückenprellung, 6 Tage. Dealy fällt am schwachen Fuß, Stufe 2, Glückwunsch. Und dann haben wir es auch gleich geschafft hier zum Heimspiel gegen Patrick Sistel. Am 11. Spieltag ausverkaufte Hütte mal wieder. Und Topspiel Celtic Glasgow gegen Kilmarnock, 2 gegen die 3, dann Dundee United gegen Aberdeen und wir gegen Patrick Sistel. So, Signorino, Trainingsziel erreicht. Scouting abgeschlossen. Von Stöger auf der 8. Brettschneider auch erfolgreiches Trainingsziel. Brian Lautrup. Können wir auch mal gucken. Höchster Formgewinn von André Martial. Mollendar stärker. Und Berardi hat seine langen Pässe verbessert. Na, Glückwunsch. Und wir sind bei einigen Sachen wieder im Plus hier. Außer bei Sonstiges, das ist immer ein Minus. So, Ryan Gold müssen wir dann ersetzen, kommt Lazaro. Und damit haben wir dann eine Leihoption mehr drin, die wir hier einsetzen können. Mal gucken, wer hat es sich denn jetzt auch mal verdient, hier mitzukommen? Milik, oder? Oder Fers Baluli wäre auch mal wieder möglich. Oder sollen wir unserem Flop mal eine Möglichkeit geben? Darf auch mal mit. Morlonda 85er. Lass mal trotzdem mal spielen. Stellen mal kurz die Mannschaft auf. Kümmern uns noch um die Jugend und dann war's das. So, Teamvergleich. Higginbotham, Bayard. Murray wird hier gedeckt. Gregor kümmert sich um Lawless. Und Welch wird hier gedeckt, der die meisten Tore gemacht hat.
Dann gehen wir da rein. Zuvor kümmern wir uns jetzt noch um den Jugendspieler. Erstmal Jörg Albert, der einen neuen Mentor braucht. Da ist Gilberto nicht mehr gut genug oder beziehungsweise keiner mehr gut genug. So, wo bist denn du, Dylan? Da bist du, ja? Der jetzt schon stärker ist als Jörg Albert, der seine 5 Sterne hat. So, linker Mittelfeldspieler ist nicht verkehrt. So. Ausdauer. Flanken und die Grätsche. So. Fähigkeiten ist 67, meine Güte. So, Dalle. Über ihn wird sich jetzt freuen, wie jetzt schon eben gesagt, Maxi Relax. So, Maxi Relax, oder? Damit hast du auch deinen Jugendspieler. Muss ich mir dann noch notieren, dann kriegst du in der nächsten Folge dein Spielerbild. 16. August 1997 geboren. So. Und du spielst dann ab sofort auf der rechten Seite. Okay, auch nicht schlecht. Dann wollte ich mir eigentlich mal unsere Leihspiele angucken. Wir haben Anfang des Monats. Das machen wir dann jetzt auch mal ganz schnell. Also, Luca Gasparotto, 12 Spiele gemacht, eine 3,5. Kyle McAusland, 13 Spiele gemacht, eine 3,15 in der Durchschnittsnote. Callum Callagher, 12 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Pascal Bernet, 13 Spiele gemacht, 4 Vorlagen, eine 3,75. Evan Hendricks, 11 Spiele gemacht, ein Tor, 3,43 im Durchschnitt. Oxnard, 8 Spiele gemacht, eine 4,17. Yassin Yabobuchia, 13 Spiele gemacht, 10 Tore, eine Vorlage, 3,2 im Durchschnitt. Patrick Vollrath, 5 Einsätze, 3,5 in der Note. Luis Köhnen, 11 Spiele gemacht, 5 Vorlagen, eine 3,4. Sean McNesser, 9 Spiele gemacht, 3,2 in der Durchschnittsnote, unser 4,5-Sterne-Mann. Und dann sind wir wieder am Anfang. Also, dann würde ich doch mal sagen, was ist hier für die Folge? Wir sind wieder zurück in der Erfolgsspur, wollen jetzt gegen Patrick Sistel nachlegen. Und dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da, verpasst keine Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinx Mido und Servus.